Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Saunzen und hier kommt eine weitere Folge Transport Fieber 2. Ich muss zu Anfang mich gleich mal entschuldigen, was Ende meines Streams gelaufen ist. Ja, ich mache hier über Broadcast oder wie das heißt, über Nvidia, nehme ich meine Streams zurzeit auf. Ich will das natürlich ändern, ist klar. Aber da war wohl dann der Speicher voll und da hat sich's gesagt, jetzt ist Schluss. Deswegen hatte ich dieses zweite Video ja auch noch gemacht, was dann nur ein paar Sekunden oder so ging, nicht mal eine Minute. Und ja, ich versuche mich jetzt gerade in OBS reinzufuchsen, da vielleicht irgendwie was Besseres hinzukriegen. Wenn ihr was Besseres wisst, schreibt das ruhig mal in die Kommentare, wo ihr selber sagt, Mensch, das ist ein richtig gutes Format, das kannst du nutzen, da gibt es keine Probleme und wisst ihr, wie ich es meine. So, dann gucken wir heute mal weiter. Achso, und wenn euch die Videos gefallen, ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst bitte ein Like da, ein Abo wäre geil. Und wenn Abo, dann denkt an die Glocke, dass ihr auch kein Video weiter verpasst. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich entweder am Mittwoch, wenn ich es Mittwoch nicht schaffen sollte, werde ich Samstag wieder ein Stream raushauen, auf jeden Fall. Ja. Und da versuche ich das dann natürlich über ein neues Format zu machen. Also ich glaube, dieses Broadcast oder wie das heißt, das kommt nicht so wirklich gut an. So, was haben wir jetzt hier? Wie sieht jetzt der Zug eigentlich aus? Der wird doch hoffentlich jetzt ein bisschen voll. Na, guck mal einer an. Das läuft. So, wie sieht's hier aus? Was haben wir denn alles am Minus? Was müssen wir denn alles machen? Hefe, Weizen, Brot, Zug. Du bist hier. Also das Ganze macht mir übelst Minus, okay. Also sollten wir da wahrscheinlich irgendwas ändern. So, dann gucken wir mal. Achso, wir hatten ja jetzt nur noch einen Zug eingesetzt hier, genau. Das ist einfach besser, finde ich. Ja, das sieht gut aus. Hier machen wir mal wieder zack und zack. Ja, es wäre mir schon lieber, wenn der sich vollladen würde. Das Problem ist halt wirklich, dass die Stadt nicht so wirklich mitmachen will, gell? Das sind 200. Bist du jetzt auf 400 oder was? Immer noch auf 200. Aber ich denke mal, dass es sogar auf 200 hochgehen würde. Wir tun jetzt einfach hier noch ein zweites anschließen, ganz einfach. Aus die Maus, fertig. Du bist im zweiten Level, da gucken wir mal. Machen wir hier einen Bahnhof hin und tun hier einfach einen Zug mit dran setzen. Ja gut, einfach ist einfach gesagt, gell? Obwohl, nee, da können wir ja, das ist ja ein weiter Weg. Die können sich doch rein theoretisch gut aus dem Weg gehen. So. Aber bringt hier ein Zug was? Wenn ich hier eine Straße machen würde mit LKWs, wäre vielleicht sogar... Ah, da müsste ich hier echt was wegnehmen. Und das wäre mir zu weit weg. Wir gucken mal, wir gucken mal, wir gucken mal. Aber es ist jetzt nichts Nahes mehr dran. Wir hätten das noch. Aber da müssen wir von da das bis hierher holen. Hier hätte ich dann schon mit LKWs doch gearbeitet. Gut. Ich meine, das Geld läuft ja. Wir könnten es probieren. Wir probieren es auch einfach mal. Würde ich sagen. Dann machen wir erstmal Schiene. Schiene, 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 Schiene. Ah, wir haben nämlich hier Hochgeschwindigkeit. Haben wir ja auch schon. Jetzt müssen wir gucken. Hier müssen wir mit Brücke arbeiten. Oder wir gehen hier ran und dann hier drüber. Naja, das sieht auch doof. Also, wir fangen mal hier an. Ach, erstmal gerade. So, gucken wir mal hier so ein bisschen rum. Wie sieht das aus? Am besten, aber ich glaube, hier haben wir dann einen zu krassen Bogen. Also wir müssen schon hier rum, auf jeden Fall. Müssen wir. Machen wir mal hier so. So, dann hier so vorbei. Ah, da ist es. Gucken wir mal. Müssen wir eigentlich gut hinkommen. Warte mal, du bleibst mal bitte auf der Höhe. Okay. Das ist super. Fängst du gleich an, Brücke zu machen? Das ist super. So. Ich hoffe natürlich, dass das... Ja, es geht. Ja. Das ist super. So. Jetzt müssen wir natürlich schauen. Wenn ich jetzt... wir müssten mal hier... Wie lang ist der? 160? Das ist super. Ich glaube nicht, dass wir bis dahin runterkommen. Oder doch? Gut, wir bauen jetzt erstmal den hier, würde ich sagen. Bauen wir jetzt erstmal hier so hin. Ich meine, wenn die Geschwindigkeit jetzt nicht so die Welt ist, ist das nicht so wild. Zack. Einmal frei. 145. Naja, gut, komm, ey, du fährst in den Bahnhof rein und dann musst du jetzt ja nicht hier übel Banane Geschwindigkeit haben, sag ich mal, ne? So. Terraforming. Ganz wichtig. Hier ist viel. Obwohl, das sieht gut aus. So würde ich das auch lassen. So, weiter. Was haben wir hier? Alles schön glätten. So. So, dann brauchen wir ja hier noch einen schönen Bahnhof. Gut, der lässt sich ja einfach dran setzen. So ist gut, denke ich. Gleis. Naja, Mensch, mein Gott, dann ist es halt mit Tunnel. Kostet mich halt eine Million. Aber egal, dann ist es halt so. Bist du dran?
Wieso bist du nicht dran? Das ist nicht schön. Müssen wir mal schauen. Können wir... hier so ran. Ah, schön. Schön. Das ist klasse. So, hier hatte ich jetzt gar nicht... ah, ne, da haben wir ja auch noch gar nichts gemacht. Da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir da auch rankommen. Straße. Gut, nach hier wird es nicht gehen. So. Aber nach da wird es gehen. Wir brauchen ja den kürzesten Weg. Also, ja, einmal fragen. So, mit der Brücke, das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus, denke ich. Das ist okay. So, jetzt brauchen wir... das können wir natürlich alles noch nachher optimieren. Das ist vielleicht am Ende nur noch... ein oder zwei Depots sind, die hier vielleicht... gut, das wird natürlich, denke ich mal, nicht machbar sein, aber die hier vielleicht so gut wie alles abdecken. Wie schon gesagt, also so gut wie alles wird wahrscheinlich nicht machbar sein, aber wir gucken mal. Oh, was ist hier los? Das ist aber nicht schön. Stück nehmen. Genau, ich möchte bitte daran. 92? Nein. Wieso 92? Alles doch. Und das sieht doch aber gut aus, sag ich jetzt mal. Das ist jetzt kein großes Problem. So, jetzt brauchen wir... müssen wir eine Linie erstellen. Zack. Von... nach... das ist okay. Das war für... Hefei. Genau, das war für Hefei. Hefei... Vieh... Fleisch. Ja. Zug. Alles klar. Wie gesagt, ich nenne das halt lieber Vieh, Fleisch, weil ist ja nun mal das Produkt angezeigt so und von daher müsste das ja eigentlich passen. So. Ah, was haben wir denn hier jetzt so schönes? Boah, was ist das? Der ist ja... volles Rohr. Aber da hat der mehr Zugkraft. Würde ich eher den nehmen. Okay, der hat mehr PS, aber die Zugkraft ist halt, gell? Das ist halt. Ne, wir nehmen den. So. Cargo. Cargo. Vieh, genau. Was nehmen wir da? Was nehmen wir da? Ich glaube, wir nehmen erstmal 120 Tonnen. Wir machen 144 Tonnen. So. Viehfleischzug, genau. Zack. So, das müsst ihr ja jetzt schon loslegen. Das ist okay. Dann machen wir natürlich auch gleich, dass der sich ein Soul verlädt. Ja. Du kannst umdrehen, wenn du möchtest. Gut. So, ich musste jetzt noch meine Stoppuhr mal schnell anmachen. Aber ja, das ist halt, ach, das sieht irgendwie ein bisschen, ja, nicht so aus, wie es soll, gell? Warte mal, man kann doch auch, oh, jetzt habe ich aber übel Minus gerade. Man kann doch auch, das habe ich bei jemandem gesehen. Das wäre dann zu hoch, denke ich. Ja, das ist dann zu hoch. Aber ich will das mit diesen Felsen mal haben. Sowas halt, ja. So, dieses Weiße. Auch wird es, könnte ich doch eigentlich, Kies. Felsen. Ja. Ne? Was sagt ihr? Das sieht doch noch was aus. Oder? Eigentlich schon. Doch. Das hat was. Glättentool, genau. Dann machen wir hier noch schön. Glätten wir jetzt und glätten wir noch schön. Und da sieht das doch noch was aus. Nee. Hm?
Doch, doch. Gut, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber... Oh. Das dauert. Das dauert doch echt ein bisschen lange. Aber okay, da soll sich halt erstmal verladen. Da wird natürlich jetzt ein Minus machen, gell, ist ganz klar. Brennstoff. Ankara. Warum machst du so viel Minus? Du kommst von... Ui. Alter. Was ist hier? Ach so, ne, die hat man ja ganz neu gemacht erstmal, gell? Von daher, das muss ja auch erstmal anlaufen. Stimmt ja. Aber voll ist es ja an sich, gell? Jetzt kommen ja die nächsten, wie viel waren's? Och, ich hab's mir nicht gemerkt. Oh, das könnte man hier auch Felsen machen, so, ne? 168 Tonnen kommen jetzt schon wieder. Ja, der Versand fehlt halt, so. Das ist halt das Problem. Weil es halt auch übelst weit weg ist. Ja, und hier fehlt es halt wirklich im Versand. Hätte ich vielleicht einfach mal... Da muss ich jetzt mal kurz was gucken. Ach, der kann der nehmen und fährt aber auch einiges schneller, gell? Den hier habe ich. 40 fährt er sogar nur. Den jetzt hier, da würde er sogar 60 fahren. Ja, das wäre aber... Ich weiß halt nicht, also... Das muss gesteigert werden hier. Ankara. Gut, wir könnten eigentlich auch mal eine Busverbindung da drinnen installieren. Mit einer schicken Tankstelle. So, was hatte ich hier vor? Warum habe ich dieses gebaut? Warum? Ich weiß es jetzt wirklich nicht, warum ich diesen Bahnhof dahin gebaut habe. Brot. Ah. Stimmt ja wegen dem Brot. Da müsste man, das könnte man doch vielleicht auch dann von hier mit Schiffen rüber babbeln, ne? Das mit Zügen. Wir müssen erstmal auf jeden Fall gucken, dass so... Wie schaut's denn jetzt hier aus? 122 Tonnen. Wird er jetzt voll oder... Plus macht er schon, also... Er wird noch nicht so richtig voll. Wir müssen das anbinden. Wir müssen das jetzt hier schnellstmöglich anbinden, damit das hochgebabbelt wird. So, da müssen wir jetzt mal schauen. Da habe ich den Bahnhof natürlich richtig schön scheiße gebaut. Wir werden das anders machen. Stopp! Wir werden das mal ganz anders machen. Ja, weg. So. Machen den jetzt nochmal neu. Machen aber gleich ein Zweier draus. So. Setz den ein bisschen weiter hinter. Eigentlich könnte ich den noch weiter hinter setzen, weil wir haben ja nur dieses kleine Stück dahin. Das müsste rein theoretisch reichen. Wenn ich jetzt mal gucke. Gehen hier so ran. Genau. Müsste doch. Ja, super. So. Voll die Umwälzung. So, das ist natürlich jetzt nicht mehr verbunden. Das war Viehfleischzug. Neue Linie. So, das dürfte jetzt eigentlich laufen. Ohne Probleme. Gut, der macht jetzt. Nee, macht er nicht. Gut, ja, lass man halt mal kurz hin und her fahren. So, und dann werden wir von hier ein Gleis setzen, was hier drüber geht, sich hier anbindet und dann hierher geht. Würde ich sagen. So. So, brauchen wir Gleise? Nein, wir nehmen natürlich gleich mit Oberleitung. Oh, das geht wirklich gerade noch so hin, ey.
Habe ich ein Glück. So. So. Das machen wir gleich mit Oberleitung. Oberleitung, ja. Gut, jetzt gucken wir mal. So. Ja, das sollte eigentlich nicht das Problem sein. So, Terraforming, schön. Oh, das kostet einiges, aber es lohnt sich. Es lohnt sich. So, wir machen hier auch noch schön Terraforming. Das ist schön. Das Ganze weg ist. So, dann haben wir jetzt hier und hier. Dann würde ich aber gerne, wo haben wir den denn stehen? Da ganz zum Schluss. Machen wir kurz Pause. Oh ne, nicht Pause. Das. Dann verbinden wir die jetzt mal schnell. Damit wir jetzt nicht unbedingt nochmal neu bauen müssen. So, wie sieht denn das eigentlich aus mit der Brücke hier? Naja gut. Ich würde sagen, schön ist anders, aber gut, das können wir vielleicht dann, weiß ich nicht, vielleicht noch nach da ein bisschen mehr ziehen, oder? Dass es nicht so krass runter geht, weil das ist schön hier, das wird ein schöner Bogen, dürfte eigentlich nicht so viel Geschwindigkeit verloren, ja, okay, wir gucken uns das jetzt erstmal an. So, neue Linie. Warte mal, wir haben doch eine, warte mal. Nein, zack, zack, zack. Kommt es da rein? Ja, das sieht auch gut aus. So, da will ich nur hoffen, dass das ja nicht kollabiert. So, das ist jetzt Hefe, Fleisch, Stadt. So, Zug. Gut. So, dann holen wir jetzt uns hier mal schnell noch einen neuen Zug. Dampf, was haben wir ein schönes hier? 80. Ich sag mal, wir haben ja bis jetzt noch gar keine anderen Hänger, die über 80 fahren. Also brauchen wir eigentlich auch nur die 80er. Die hat gut Zugkraft. Eigentlich. Und jetzt sogar noch mehr als die. 4 Millionen. 8 Millionen. Nein. 70, 115, 5. Ja, komm, wir nehmen die hier und fertig. So, jetzt brauchen wir noch das hier. Genau. Ja. Kapazität von 96. Das müsste eigentlich erstmal reichen. Ach Quatsch. Muss ja auch noch zu Weißen. Fleisch dazu. Gut. So. Aber jetzt. Jetzt müsste es rein theoretisch anlaufen. Normalerweise. Ja, es läuft alles klar. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir das noch optimieren, dass hier viel mehr ankommt. Ja gut, vielleicht mache ich es auch so, dass ich die komplett wegmache. Ja, vielleicht doch hier wieder zwei einsetzen und kürzer machen. Wie viel haben wir insgesamt? Boah, haben wir übelst viel, Alter. Das sind ja 168 Tonnen. Das ist ja viel zu krass. Da können wir jetzt wehe draus bilden. So, was haben wir da jetzt für eine Rate bei denen am Ende? Wir machen ziemlich viel Minus, ich weiß. 395 müsste, rein theoretisch müsste das gehen. Das muss ich halt wieder erholen. Ich fahre mal jetzt hier drinnen. 2 Tonnen, gut. Aber das müsste jetzt auch langsam hochgehen dann. Na gut, wir brauchen da auch einen zweiten Zug. Meine Fresse. Sonst wird das immer viel zu schnell leer. Ist auch nicht toll. Hier stagniert nichts, gell? Da geht es ja nur um die Züge. So. Zeig mir her hier. Du bist voll. Nicht ganz voll. Es ist halt... Irgendwas mache ich noch verkehrt, auf jeden Fall. Irgendwas mache ich noch verkehrt. Wie viel hat er jetzt drinne? Null. Ach, ich habe den falschen Hänger dran. Das ist ja auch sowas von genial. Ich bin echter Profi. Unsinn. Du bist so ein Profi. Nur gut, dass du gleich mit dem zweiten Teil angefangen hast, anstatt den ersten erstmal zu spielen. Das ist doch aber...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber ich wollte es ja so. Ich wollte diese Herausforderung und fertig. Wir können jetzt so viele sagen, ach, du bist doch so bekloppt und papapap und bububub, ist mir scheißegal. Ich wollte diese Herausforderung so und von daher 54 Tonnen. Hat so viele Tonnen. Das ist zu viel. Ich meine, okay, wir könnten natürlich uns jetzt hinsetzen und sagen, ey, pump dich da voll, aber bis der dann wieder hier oben ist. Gut, der Transport geht natürlich jetzt auch hoch. Das sieht auch gut aus. Das ist einiges, was jetzt Minus macht. Wir werden auch mal schnell was optimieren. Ja, den mache ich jetzt mal um einiges kürzer. Weil das bringt so nichts. Da wird noch nicht viel produziert und Hans Dampf hat noch nicht so viel zu tun. So, das war das, gell? Wir machen hier erstmal 48 Tonnen. Und den... 144 Tonnen. Es wäre mir lieber, wenn das wirklich wie hier auf 200 ist. 144 Tonnen, das ist ein bisschen viel. Den werden wir jetzt mal schnell auch noch mal kürzer machen und dann lassen wir den vollladen. So, was brauchen wir da? Das hier. Nee, komm, wir machen vier... Nee, ja, komm, komm. Wir machen 96 Tonnen. Lassen den da erstmal vollladen jedes Mal. Da fährt er hin und her. Das bringt mir zwar jetzt auch nicht viel, habe ich das Gefühl. Und ich sehe es schon kommen, dass es nicht so ist. Viel Fleisch, vollladen, so, ja, genau. Aber mehr als probieren können wir mal, können wir jetzt einfach mal nicht, gell? Und die rausnehmen, damit die kein Minus mehr machen. Sprich, kürzer machen und alles. Es geht nun mal nicht anders. Ja. Weil wir müssen echt schauen, dass wir die irgendwie alle mal so ein bisschen... Was haben wir hier eigentlich alles? Was ist das? Ziegelnstadt. Der macht aber einiges an Minus. Da muss ich mal hin. Ich glaube, den können wir sogar noch kürzer machen. Wie sieht's denn hier aus? Der bringt ja nicht wirklich die Welt, gell? Ach, bei Stein, da könnte ich immer verzweifeln. Ernsthaft, bei Stein, da könnte ich immer sowas von verzweifeln. Also, es könnte auf 400 hochgehen, ja, Transport. Und ich habe jetzt schon hier einen längeren dran. Alter, lade ich da unten voll. Ernsthaft. Irgendwas muss ja jetzt hier passieren. Wo haben wir die neuen Steinziegel? Genau, du lädst dich jetzt da unten voll. Vorher fährst du nicht weg. So. Und du machst das gleiche hier. Du lädst dich auch hier voll. Egal, egal, egal. Das ist Wahnsinn. Ist am Ende auch viel zu viel, was er dran hat. Den machen wir mal 40, kürzer. Den machen wir kürzer. Was haben wir da dran? China Rarays. Wir haben den dran. Brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir nicht. Reicht eigentlich auch der 75, komm. Der reicht. Stein, genau. 1, 2, 3, 4, 5. Wir machen den auf 60 erstmal. So. Lade ich da voll. Und hier haben wir ja eigentlich schon diesen langsamen, billigen, was weiß ich, Handdampf. Ja. Deswegen.
Verladen kann der sich hier auf jeden Fall. Also Material ist genug da. Und da soll er dann mit den 48 Tonnen erstmal hier reinfahren. Und diese 48 Tonnen müssen ja auch erstmal verbraucht werden. Gell? So, der ist voll. Jetzt müssen wir halt, wir müssen diese Zahlen wegkriegen. Hier oben sieht das alles sehr schick aus. 3 Millionen, Alter. Alter Schwede. Aber du siehst ja hier, gell, Leute. Das sind auch 1, 2, 3, also 2 Millionen bestimmt. Knapp 2 Millionen. Ach, sind sogar über 2 Millionen, die wir minus machen. Wir haben zwar hier, sagen wir mal, 5 Millionen, die wir plus machen. 6 Millionen vielleicht. Knapp 6 Millionen. Aber das bringt uns keine Punkte. Das bringt uns keine Punkte. Deswegen... Den lassen wir mal vollladen, knallen hier die 48 Tonnen zu denen dazu, die dann übrig bleiben. Ja, dann dürfte es eigentlich passen. So, wie sieht's hier eigentlich aus in Singapur? Alter, hier geht's richtig ab. Ja, Flugzeuge interessieren mich einfach noch nicht. Wir sollten jetzt vielleicht auch mal, wie sieht es hier eigentlich aus mit dem Zug? Er ist voll. Okay, den können wir wahrscheinlich jetzt auch einfach mal größer machen. Was macht's hier mittlerweile? Den könnte man natürlich auch hier... sich vollladen lassen. Was haben wir hier drin? Null. Wie soll er sich da vollladen? 96. Ach, ich habe schon wieder die falschen... Meine Fresse! Der scheiß Kaffee, der will... Ist wirklich schlimm bei mir. Kaffee und da will ich immer alles ganz schnell und gucke aber nicht richtig. Da brauchen wir doch das hier. Ne, wir brauchen das für Vieh. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, bitte. Mach jetzt. Bitte belade dich jetzt. Achso, muss ich erstmal anmachen. Müsst ihr jetzt wieder hochschießen. Ja, es schießt auch hoch. Du belädst dich jetzt, du machst dich voll. Haben wir hier zwar einen kleinen Engpass. Gut, dafür haben wir aber das. Also so wenig kriegen die jetzt nicht. So. 292, was haben wir hier? 395. Das ist schon eine... Ja, wird fast voll, aber der macht echt Geld. Ey. Unser Zug macht echt Geld. Wahnsinn. Das ist echt... Aber hier, viel Fleisch. Eine Mille, Alter. Eine Mille. Ja gut, lass ihn mal vollladen und lass ihn dann mal fahren. Dann ist die Mille auch wieder weg. Wie viel haben wir da? 200. 73 nur. Ja, aber ja auf 100, ne? Gut. Sollten mal gucken, um noch eine weitere Geldeinnahme zu generieren, dass wir vielleicht jetzt mal hier die Städte miteinander verbinden. Ne? Da sind nämlich auch schon Hochhäuser. Das wächst hier nämlich auch schon schön. Sollten wir mal tun. Bahnhof, Bahnhof, den könnten wir... Müssen wir mal schauen, wie kommt man hier eigentlich am besten raus? Am besten wäre hier ein kleiner Bogen und dann hier so rum. Ich meine, wenn das jetzt so kurz vom Bahnhof, ja, wenn das jetzt wirklich kurz vom Bahnhof, da nur auf 90 km/h runtergeht, das interessiert mich nicht. Ernsthaft, das interessiert mich nicht. So. Oh, warte mal. Ist das schon geändert? Ich weiß es jetzt gar nicht. Nee. Okay. Dann sollten wir das jetzt langsam auch mal machen. Das mal komplett etwas... schneller gestalten. Ach. Vielleicht ist es auch genau das, was ich gerade nicht so wirklich beachtet habe und was vielleicht was mehr bringt, sage ich jetzt mal. Hier können wir nämlich auch zack, zack. So, Oberleitung machen wir nachher. So, jetzt brauchen wir. Hier können wir natürlich schon mal Oberleitung machen. Die Möglichkeit haben. Passagier. Nein, Plattform. Plattform. Genau.
1920, gut. Ja, ist mir egal, da geht das Haus halt weg. Ich mach das Bahnhofsgebäude, muss dann eh noch größer. Geht natürlich nicht. Oh Mann, ey. Ach ja, ich bin echt so ein übelster Held. Jetzt machen wir hier erstmal. Das machen wir zack, 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 zack. Hallo? Okay, da geht das nicht. Na gut. So. Mit Überdachung, ist klar. So. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier rüber kommen. Dass wir die wirklich miteinander, weil hier sind ja jetzt mittlerweile schon 393, hier sind 324. Also da könnten wir rein theoretisch Geld machen, wenn wir da wirklich Züge hin und her schicken. Und was dann hier die Bedürfnisse, müsste dann mal schauen, wie wir da am besten irgendwo rankommen. Ne? Okay, so. Wie machen wir? Also wir müssten hier raus, hier rum. Wir gucken mal. Wir gucken einfach mal, ob wir das irgendwie gedeichselt kriegen. So, wo sind wir? Wo ist er? Hier. Hallo? Naja, wenn er hier nur mit 128 reinfahren kann, ist das jetzt auch nicht das Problem, denke ich mal. So, drehen wir mal. Hier irgendwie vorbeikommen. So. Dann müssen wir hier irgendwie rumkommen. Hm. Gucken wir mal. So. So. Ich meine, der ist ja trotzdem noch schnell genug unterwegs, ne? Also mal im Ernst, ich muss ja für diese kurze Strecke brauche ich kein ICE später oder so. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wo machen wir jetzt den Bahnhof am besten hin? Wir werden mal diese Straße mit der hier verbinden und hier den Bahnhof hinsetzen. Das wäre wahrscheinlich einfach das Optimalste. So, zack. Ach Quatsch. Geh mal wieder hoch. Ne, jawohl. So ist gut. Ja. Würde ich auch sagen, machen wir so. Genau. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen Gleise wieder wegnehmen. So dass wir hier gut rankommen, weil eigentlich müsste das. Ja, passt. So, bevor wir das jetzt alles miteinander verbinden, machen wir jetzt hier erstmal wieder Bus. Mit einer Tankstelle. Jo. Hier passt eine Tankstelle übelst geil rein. Ich finde diese Mod so geil. Mobs. Find diese Mobs. Baust du einfach eine Tankstelle hin und schon hast du so ein Gebäude. Ja. Das ist so geil. Jetzt machen wir das hier. Ich würde sagen, das machen wir hier so hin. Ich weiß noch nicht, inwiefern ich jetzt den Bahnhof dann vielleicht noch ausbauen werde. Und es ist eigentlich alles abgedeckt. Oh ja. Da ist sogar noch Zeug abgedeckt, was dann später vielleicht kommen sollte oder wird oder wie auch immer. So, dann brauchen wir jetzt eine Linie. Von hier, nach hier, nach hier. Schön. Kreisverkehr. So, super. Finde ich gut. Wir sind in... Wo sind wir? Taichung. Taichung. Ich hoffe, ich schreibe es jetzt richtig gleich beim ersten Mal. Taichung. Ne, mit G. Taichung. Gut. Stadt. Linie. Bus. Ne, kann doch eine Tram schon machen. Ich kann doch eine Tram schon machen, oder? Ich glaube, ich habe schon eine Tram. Natürlich, ich habe doch schon eine Tram, ich Dummi. Ach, da muss ich das natürlich alles nochmal
um in deren... So, super. Ich kann da schon Tram machen, ich Dummi. Na gut, die Tankstelle sieht trotzdem cool aus. Ganz einfach. So, Gebäude, Tramstation. Wo tun wir die hin am besten? Am besten hier so. So. Die Linie Hammer. Dann holen wir uns jetzt mal 30. Nee. Das ist ja... Aber wo sind die Emissionen? Ja, geh mal weg. 67, 72. Aber die ist halt langsamer. Na komm, wir nehmen davon zwei erstmal. Ja. So, genau. So. Jetzt fahren die los und dann können wir in der Zeit... Ah, wir haben das da unten. Das ist natürlich nicht so toll. Obwohl, ich könnte das nutzen und... Ja, siehst du, können wir machen. Machen wir mal kurz. Stopp. Setzen das hier so rein. Oder nee, machen wir anders. So. Jo, genau. Dann brauchen wir einen Zug. Dampf. 1,80. Nee, hier können wir den mit 115. Das ist kein Problem. Cargo. Nee, Passagiere. Jetzt sind wir schon bei 100, Alter. 20 könnte er nehmen. Dann machen wir erstmal 60. Okay. So. Jetzt spricht sich das natürlich noch nicht so viel rum. Das ist klar. Das muss natürlich erstmal... Ey, du kannst mit dem Zug darüber fahren in die Stadt und so weiter und so fort. Aber hier sind halt schon viele, gell? Also das müssen wir auf jeden Fall nutzen. Oder ausnutzen. Umso mehr fahren damit. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Er fährt gerade voll leer. Warum? Achso, nee, das ist ja der. Wie sieht's mit ihm aus? Den wollte ich auch nicht. Den wollte ich. Genau. Achso, ihn muss ich ja auch austauschen. Ja, stimmt ja. Da wurde ich ja ermahnt. Okay, dann tauschen wir den mal aus. Mehr wird hier doch gerade sowieso nicht produziert. Mal gucken. Aus hinter ankommen. Wenn ich muss ich natürlich noch hinten dran hängen, aber mehr als wieder produziert brauche ich eigentlich auch gar nicht hinten dran zu hängen. Das ist es ja. Also hier auf der Seite wird er ja immer voll. Entschuldigung, Mikrofon war jetzt nicht so nah. Also hier auf der Seite wird er ja immer voll. Auf dem Weg hierher. Da hat er jetzt noch nicht so. 38. Ja, vielleicht sammelt sich ja mal ein bisschen an. Warte mal, wir können ja noch ein Stück länger machen, so ist es nicht. Wir lassen 6. Wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben. So, wie sieht es jetzt hier mittlerweile aus? Ja. Zwar nicht so gut, aber wenn wir noch ein bisschen warten, vielleicht haben wir Glück und es pickelt sich ein. So. Oh, da geht aber schon gut ab. Und hier wächst natürlich jetzt auch dadurch. Das ist so geil. Durch den Bevölkerungsaustausch, also da kann man auch einiges damit anstellen, ja. Das ist echt nicht schlecht, muss ich wirklich mal sagen. Aber okay, dann soll es das erstmal gewesen sein, Leute. Ich danke euch fürs Zusehen. Wie gesagt, lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt und ihr weiter keine Folgen verpassen wollt. Ich bin der Unsinn und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und haust rein.